44, 6-jährig seiner Mutter weggenommen und mit anderen Kindern von Widerständlern unter falschem Namen in ein Kinderheim nach Bad Sachsen gebracht. Hat er von diesem dreiviertel Jahr mal erzählt? Oder ist es schwierig in diesem Punkt? Er hat schon davon erzählt, er war da mit seinen Geschwistern, also mit seinem älteren Bruder Berthold, älteren Bruder Heimann und dem Schwester Valerie. Sie hat gesagt, das ist ein Kind in der Gefangenschaft geboren und war noch eine Großmutter. Und er war noch der Vetter Alfred und die Cousine Elisabeth dabei. Das heißt, in Stauffenberg waren sie sechs. Am Anfang waren sie nicht mehr getrennt, aber dann, als dann ein Teil der Kinder abgeholt wurden, waren sie dann in einem Haus. Das heißt, mein Vater sagt, er hat es natürlich erschrecklich empfunden, hatte Heimweh, aber die Totalkatastrophe war es ihm nicht, weil sie sich hatten. Im Übrigen, mein Vater wusste nicht, dass er dort als Meister geführt wird, der Name. Das hat er erst erfahren, als er ins Krankenhaus musste, weil er eine chronische Ohrenentzündung und musste in Erfurt einer großen Operation unterzogen werden, die ist in das Innenohr rausgemeißelt, das seitdem auf einem Ohr drauf. Man kann sich vorstellen, dass auch diese Episode, diese Krankheit und die Operation für ihn sehr traumatisch waren. Es ist natürlich auch untrennbar mit der Krankheit verbunden. Und erst da hat er mitgekriegt, dass er als Meister geführt wird und auch für diese Zeitung als Meister verschlafen hat. In seiner Hypothese ist die, dass er sagt, er glaubt gar nicht, dass die älteren Kinder hätten zur Adoption freigegeben werden sollen. Das kann er sich nicht vorstellen, weil die Kinder sich sehr wohl ihrer Herkunft und auch ihrer Familienverbundenheit bewusst waren, sondern er glaubt, dass die Namensänderung, Anführungszeichen, hauptsächlich dazu gedient hat, die Behörden vor Ort nicht zu beunruhigen, damit, dass da die Kinder der Widerständler untergebracht sind. Also er sagt, es hat wahrscheinlich einfach einen ganz pragmatischen, bürokratischen Grund.